Heute ist die Hälfte vom Gerüst weggekommen. So sieht es jetzt von oben aus. Und so, wenn man unten über die Laube läuft, dann sieht man von unten her das neue Dach und den Dachhimmel. Und so wunderschön sieht das Haus jetzt von vorne aus. In der neuen Wohnung ist ja der Boden am Trocknen und darum passiert etwas mehr im ersten Stock. So hat die Küche von unserem Mieter etwa vor einem Monat ausgesehen. Und so sieht sie jetzt im Moment aus. Es gibt nämlich eine neue Tilly. Nebenan war vor einem Monat noch die Stege, die über den Stock geführt hat. Die führt jetzt eben nie mehr her. Und darum hat der Bumi die weggenommen. So sieht es von hinten aus, von Stegen her gesehen. Von vorne sieht man, dass hier ein Boiler vorkam. Der kommt ja fort. Jetzt hat der Bumi auch noch rechts die Wange rausgenommen. Jetzt ist der Raum viel grösser geworden. Aber wir werden euch natürlich gleich noch zeigen, wie es zuoberst mit der neuen Wohnung aussieht. Hier ist aussen alles fertig. Kann man die Haustür rein und der Boden ist jetzt eben noch drinnen. Und hier sieht man jetzt, die Wohnung ist relativ hell, mit dem Dachfenster, das wir haben. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt das Blumenfenster. Und er ist auf der linken Seite die Küche, Küchenfenster. Und hier ist das Bad, hier ist schon der Weg für die Duschwanne einzulegen. Und dann kommt man dafür ins Schlafzimmer. Und das ist der Tag durch relativ hell. Und dann kommt das Highlight der neuen Wohnung, nämlich unsere Laube voraus. Die ist jetzt fertig und die sieht wunderschön aus. Da sieht man oben, wie das gemacht ist. Unten, wie die Ladli sind. Und er hockt hier schon rein und genießt die Aussicht. Richtige YouTuber und Influencer tun ja manchmal Wettbewerbe machen oder Goodies verschenken. Und das machen wir jetzt auch. Darum kommt die Einladung zum Adventsfenster das Jahr nicht per Kärtli, sondern per YouTube. Die Fenster leuchten an unseren beiden Wohnorten bis zum 6. Jänner. Wegen Corona sind das Jahr auch die Regeln etwas anders. Ihr könnt nicht reinkommen, aber ihr könnt im Garten ein Punsch und ein Gützi geniessen. Im Berau ist es vielleicht auch möglich, die neue Wohnung zu besichtigen. Das müsste man halt dann schauen. Bitte tut euch unbedingt vorher anmelden, sonst sind wir dann vielleicht nicht daheim oder am falschen Ort. Oder wir haben keine Zeit für euch. Das Haus im Berau findet ihr jetzt, wo das Gerüst weg ist, sicher gut. Das sollte also kein Problem sein. Und für das Fenster Schüppach geht ihr am besten einfach am Stern nach. Geht wie die drei Könige.